So, das sieht ja wirklich mal wieder nach guter Luftqualität aus, denn das nenne ich mal blauen Himmel. Also den hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ja, seit heute Morgen, beziehungsweise den ganzen Morgen über, war wieder Terror auf dem Balkon. Allerdings nicht so krass wie gestern, denn dieses Saubermachen der Balkonanlage, das hatte einen lauteren lauteres Tool, wie sagt man, Werkzeug. Aber hier, die gestrichen sehe ich noch ja nichts. They didn't start to paint. At all. Ja. Also ich dachte, das müsste jetzt nur ein bisschen trocknen, was natürlich rucki-zucki der Fall ist. Oder die müssten halt hier gucken, ob die da eventuell den einen oder anderen Stamm oder wie sie man auch immer sagt, Planke ersetzen müssen. Denn das ist wirklich morsch hier. Gar nichts hatten die heute gemacht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Unser Lieblingsmexikaner. Und hier die Leute, die reparieren tatsächlich die Zäune und dann eventuell später auch die Balkone, so wie es aussieht. Allerdings ist das kein professionelles Instandsetzungsteam oder Firma oder wie auch immer. Das ist unser normaler Hausmeister, der das macht. Also bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Und natürlich müssen die ihre Sägedinger da aufbauen und den Zaun hier machen, genau vor meinem Fenster. Ist ja klar. So, Lien versucht mal wieder hier ihre Gottesanbeterin zu füttern. Wir haben eine riesige Motte am Fenster, sieht man wahrscheinlich nicht so gut. Da. Die Gottesanbeterin sitzt da. Also wie das funktionieren soll, weiß ich noch nicht. Like TV. Fernsehen. Weiß nicht. Ja, ansonsten bin ich mit Facebook, E-Mails und allem Kram durch. Jetzt muss ich mir noch einen Lessonplans angucken, damit ich heute mit dem, was ich unbedingt machen musste, sollte, wollte, durch. Mal gucken, was wir heute machen. Was machen wir heute noch? So, wir sind mal ein bisschen durch die Wohnsiedlung gelatscht. Wir dachten, wir finden eventuell eine Biene, Wespe, Fliege, wie auch immer, die wir fangen können für die Gottesanbeterin. Aber es ist fast ein bisschen zu warm, um hier durch die Gegend zu latschen. Besonders wenn man in der Sonne steht. Mein Gesicht fängt sich an zu pellen. Oh. So, die Entfernung versucht gerade einen Nachtfalter oder sowas zu fangen. Mit einer Zange. Open it more. Ja. Und dann der. That's not good. Na, das war nicht erfolgreich, oh Mann. Then It's easier to grab it yeah. first with this, obviously. Then grab it. Fuck! It takes a while. So, wenn wir hier die Motte versuchen zu füttern, hat sich die Gottesanbeterin ans Fenster verkrochen und eventuell eine Spinne gefressen. Das haben wir jetzt nicht mitbekommen. Ja, trotzdem versuchen wir jetzt nochmal die Motte zu füttern. Mal sehen. Es hat funktioniert. Ich habe die Motte graben können und Finley hat tatsächlich zugeschnappt und hat die Motte. Ja. Warum ich nicht die Kamera drauf gehalten habe während des ganzen Prozesses, ist mir schleierhaft, aber es war ziemlich cool. Sobald die Motte in die Nähe kam, BAM! Das ist so krass und jetzt ist sie hier, die Motte. Oh, diesen riesen Nachtfalter. Nein, da hat sie einiges dran zu knabbern.
So, kurz nach vier bereits. Wahrscheinlich die schlechteste Zeit des Tages, um loszufahren, um ein bisschen was einzukaufen. Klopapier, Apfelsaft, tanken muss ich, damit ich das morgen nicht machen muss. Und noch irgendwas, was ich jetzt gerade nicht weiß. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt mal los und haben wir es hinter uns. Und ja. So, wir sind im ersten Laden, Grocery Outlet. Und die zeigen einem immer die Preise an, die angeblich woanders gezahlt werden müssen. Also sowas zu vergleichende Werbung und Preise, das ist ja in Deutschland verboten, glaube ich. Es war zumindest verboten, als ich da weg bin. Und ich glaube es immer noch. Oh. So, ja. Hier ist es auf jeden Fall angenehm kühl. Draußen 33 Grad. Hier flavored Bratwurst. What do you think? Probably not as good from Winkel, huh? Probably not good from Winkel. Sumo-Mandarinen. Ah, die sind super soft. Schon nie gehört. Riecht natürlich mal durch die Maske gar nichts, ey. So, wir waren gerade im dritten Laden. Wenn man mal die Tankstelle nicht mitzählt. Und wir haben alles bekommen, was wir wollten. Bratwurst aus dem besseren Supermarkt für das heutige Abendessen. Currywurst mit Pommes. Du bist ja left Pommes. So, und dann haben wir noch Steak bekommen für einen guten Preis, was wirklich gut aussah. Ja, und morgen bin ich an Hayward und von daher werde ich ja morgen wahrscheinlich deutsches Brot bekommen, was wir das letzte Mal nicht bekommen haben, weil es ausverkauft war. Und deswegen habe ich noch Brie vom Président gekauft. Fahren die denn nicht? Ja, ab nach Hause. Bei 33 Grad. Und heute gibt es wahrscheinlich einen schönen Sonnenuntergang, wenn man sich mal den Horizont so anschaut. Wieder zu Hause in unserem Urwald hier. Und wir haben einiges an Apfelsaft gekauft. 10 von diesen Botteln. Flaschen? Nee. Containern. Ja, das kostet normalerweise 1,98 und heute kostet die 89 Cent oder 98 Cent. Ja. Da muss man natürlich zuschlagen. Ja, in einer Stunde ist schon Sonnenuntergang. Tag vorbei. So, es ist Abendsessenszeit und bereits 8:30. Aber morgen muss ich nicht so früh raus. Der Flug, den ich morgen habe, ist um 12. Übermorgen etwas früher. Da muss ich schon um 10 in Hayward sein. Aber ich wollte morgen etwas früher da sein, denn morgen kriege ich ja wahrscheinlich mein Airport-Badge und Papierkram muss erledigt werden und so weiter. So, Pommes gibt's. Diese komischen Pommes vom letzten Mal, normale Pommes und Currywurst. Did you make all four? Ja, it's a lot. Ja, it's a lot. Das ist ganz schön eine Menge, denn 4 Würstchen haben wir gekauft. Und normalerweise besteht die eine Portion aus einer Wurst. Ja, das ist nicht so teuer. No, that is just, it was just $4.99 for all of them. Yeah. Ja, da war ein gutes Angebot. 2,99 pro Pfund Wurst. Und das soll eine gute Bratwurst sein. Aber das checken wir jetzt erstmal. Bevor ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne. Wait. Now. How is the sausage with the curry? Absolut perfekt. Das ist Knorr again? Oder Maggi? Maggi. Maggi! So, jetzt probiere ich das auch mal kurz. Could be even be stronger, ne? The taste? Yeah, but there's more curry. The flavor of the sausage. Oh, the flavor of the sausage, yeah. Hm. Pretty good. Aber wir haben ja hier noch milde Soße von Hela. Die ist auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob die deutsch ist, aber ist Hela deutsch? I think. Oh ja. Germany. Kann nur gut sein. So, ich muss heute ein bisschen früher ins Bett, als ich sonst ins Bett gehe. Und wir haben schon 11:30. Da kriege ich gerade eine E-Mail von Chief Pilot Specialized und dem Owner, ob wir morgen den Flug, den ich mit ihm habe, den Rest vom BFR R44, ob wir den nicht in McMinnville machen können.
Denn der muss noch irgendwelche Formationsflüge trainieren vorher oder sonst was. Das wäre für mich statt 63 Meilen über 120 Meilen Fahrerei pro Tour. 2,5 Stunden statt 1 Stunde 15. Mal angenommen, da wäre null Verkehr. Was nie der Fall ist, besonders nachmittags. Und dann fragt er mich immer, ja, und komm doch mal zu McMinnville. Aber ich könnte Bescheid sagen, wenn es nicht klappt. Und dann schickt er mir abends um 11:30 die E-Mail. Muss ihm erstmal schreiben, ey. Ist schlecht. Aus den genannten Gründen. Doppelt so lange Fahrt. Das ist doch schon wieder eine Motte, ey. Verflucht. Verpasst. Das wäre schon wieder die 4. Motte, die ich heute kille, oder die 5. Ja. Es beschränkte sich, die haben sich wahrscheinlich, bevor ich die alle ausgerottet habe im Kleiderschrank, schon zu arg verbreitet hier im Zimmer. Aber es sind meistens die kleinen. 2 große gab es heute und 4, 5 kleine. Super nervig. Naja, mal gucken, ob er mir noch zurückschreibt. Ansonsten weiß ich nicht, ob morgen der Flug stattfindet, was natürlich zeitlich ziemlich günstig wäre, denn am Donnerstag habe ich ja bereits meinen ersten Studenten. Allerdings könnte man das alles auch alles nach hinten schieben. Naja, mal sehen, was dabei rumkommt. Noch gehe ich davon aus, dass ich morgen nach Haywood muss und morgen um 8 Uhr aufstehe und 9 Uhr losfahre. Spätestens. Oder um den Dreh rum. Eigentlich müsste ich erst um 10 Uhr los, aber ich wollte ein bisschen früher da sein. Halbe Stunde, Stunde. Naja, mal sehen. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, was konkret geht.